Hallo liebe Actionfreunde, ich begrüße euch herzlich zu unserer neuesten Videokritik, bei der sich alles um den neuen Dolph Lundgren-Film Hard Night Falling drehen soll. Ich persönlich bin ein riesiger Fan des schwedischen Actionstars Dolph Lundgren und bin ihm auch bereits live auf einer Comic-Con begegnet. Hier mal das dazugehörige Bild. Als Dolph Lundgren-Fan durfte ich Hits wie Dark Angel, Men of War, Universal Soldier, Showdown in Little Tokyo oder The Punisher richtig abfeiern. Musste allerdings auch Schlons wie Red Agent, Pentathlon oder Retrograde ertragen. Umso begeisterter war ich, als Lundgren plötzlich selbst Regie führte. Und das nach einer absoluten Tiefphase. Zeigte er mehr oder weniger auf, Leute, ich weiß, was ihr sehen wollt. Und dementsprechend fielen die Filme auch aus. Genannt seien einfach mal die Defender, Command Performance oder der absolute Oberhammer, The Mechanic. Mechanic. Darauf folgten dann sogar Kinohits. Expendables 1 bis 3, Creed 2 und Aquaman. Lundgren war sozusagen wiedergekommen, um zu bleiben. Blöderweise geriet er parallel zu dieser positiven Entwicklung 2013 in die Hände des in Belgien als Sohn italienischer Eltern geborenen Giorgio Serafini. Und der verbrach mit Dolph Lundgren ein paar richtig üble Schinden. Schauen wir uns einmal ganz kurz an, wovon ich rede, damit ihr wisst, was ich meine. Alles begann mit dem Action-Thriller Thrill to Kill. Ein Tarantino-Wannabe, der so spannungsfrei wie actionarm und tempolos daher kam, wie man sich das nur vorstellen kann. Von mir gibt es dafür anderthalb von fünf möglichen schwedischen Wikingerbienen ins Muttiheft. Es folgte Blood of Redemption, ein unfokussiert erzählter Actioner, der neben Lundgren und nackten Hupen wirklich nichts zu bieten hatte, erstaunlicherweise aber trotzdem sich etwas besser anfühlte als Thrill to Kill. Macht von meiner Seite zweieinhalb schwedische Wikingerbienchen ins Muttiheft. Das dritte gemeinsame Filmverbrechen von Giorgio Serafini und Dolph Lundgren trug den Titel Lethal Punisher. Abgesehen von einem Dolph Lundgren in seinem wohl peinlichsten Look seiner langen Filmkarriere, gibt es in dem Film wirklich überhaupt nichts zu holen. Macht anderthalb von fünf möglichen schwedischen Wikingerbienchen ins Muttiheft. Nach diesem Film hatte Lundgren wohl erstmal genug von der, ich nenne es mal, Italian Connection. Und ließ die gemeinsamen Zusammenarbeiten für ein paar Jahre ruhen. Leider beließ er es nicht dabei. Das Ergebnis heißt The Tracker, bei dem Serafini und Lundgren ihren Weg unbeirrt fortsetzten und ein Filmerlebnis nahe am Qualitätssiegel Kernschrott generierten. Auch hier anderthalb von fünf möglichen schwedischen Wikingerbienchen ins Muttiheft. Ich habe keine Ahnung, ob Serafini und Lundgren eine endlos belastbare Freundschaft verbindet. Ob Serafini einfach immer pünktlich zahlt oder ob Lundgren inzwischen so gerne in Italien dreht. Aber nach dieser Vollgurke, The Tracker, ließ er die Zusammenarbeit mit Serafini trotzdem nicht sein. Die Folge? Hard Night Falling. Der neueste Streifen. Die große Hoffnung für Fanboys wie mich? Giorgio Serafini sollte nur produzieren. Prinzip Hoffnung. Worum geht's in Hard Night Falling? Dolph Lundgren spielt den Interpol-Agenten Michael Anderson. Der ist in Italien unterwegs, um mit seinen Kollegen einen Waffenschiebering auszuheben. Natürlich endet das in einer Ballerei und am Ende sind so gut wie alle Lumpen über den Jordan gegangen. Nur an die Hintermänner ist Anderson sozusagen nicht herangeraten, weshalb er das Ganze als ziemlichen Fehlschlag bewertet.
Er kann aber nicht wirklich großartig mit der Situation hadern, denn seine Familie erwartet in einer edlen Prunkvilla, wo eine große Party der Reichen und Schönen der Gegend abgehalten wird. Vor Ort angekommen, springt aus unerfindlichen Drehbuchgründen auf einmal der Spinnensinn von Anderson an. Und er bringt seine Familie panisch in Sicherheit, obwohl überhaupt keine Bedrohung mehr oder weniger ersichtlich ist. Das Interessante ist, dass dann kurze Zeit später tatsächlich die Party überfallen wird. Und die Halunken ja so vehement vorgehen, dass sie es sogar schaffen, den eigentlich vorbereiteten Anderson zu überrumpeln und seine Frau zu entführen. Natürlich mutiert Michael nun fröhlich zu John McClane und erlebt sein ganz eigenes Stirb langsam Szenario. Dolph Lundgren in einem Rip-Off von Stirb langsam klingt doch gar nicht so verkehrt, dachte ich zu Beginn auch. Und vor allen Dingen, und so fair muss man wirklich sein, zu Beginn macht Hard Night Falling echt eine Menge richtig. Im Gegensatz zu den bisherigen Lundgren-Serafini-Kollaborationen kommt der Film nämlich wirklich schnell ins Rollen, hält sich nicht mit überflüssigen Figuren und eben solchen Gelaber auf und fühlt sich durchgehend, richtiggehend flott an. Und nach wenigen Minuten hat Lundgren wirklich gefühlt schon um die 10 bis 15 Lumpen über den Haufen geballert. Doch plötzlich scheint der Regisseur Giorgio Bruno sich selbst und dem von Giorgio Serafini erdachten Drehbuch nicht mehr so wirklich zu trauen und haut plötzlich die Bremse rein. Alles, was er bis zu dem Zeitpunkt richtig gemacht hat, macht er ab sofort falsch. Es wird viel sinnloser Müll gelabert, es tauchen immer neue Figuren auf. Die Bösewichter bekommen viel zu viel Screentime, um sich zu erklären und überhaupt irgendwas zu erklären. Und das Interessante, Dolph Lundgren verabschiedet sich mehr oder weniger plötzlich aus dem Film. Und er nimmt direkt die Action mit. Minuten und mehr wirkt Hard Night Falling nun vollkommen richtungslos. Und die selten aufkeimende Action, im Übrigen inszeniert von, ihr ahnt es, Giorgio Serafini, wird immer schludriger, harmloser und verliert sich in den immer gleichen Abläufen. Gegen Ende taucht Lundgren dann wieder auf, bringt noch ein paar von seinen Interpol-Verbündeten mit und die in der Folge mehr Leute killen als der Held. Und ja, der verliert sich in einem saft- und kraftlosen Showdown, der sich so extrem zieht, dass ich, obschon gerade erst aus dem Bett gefallen, mitten im Showdown zweimal eingeschlafen bin. Ja, die im Showdown dementsprechend vorhandene Spannung brauchen wir an dieser Stelle dann nicht mehr reden. Die ist schlicht und ergreifend nicht existent. Und genauso schade ist eigentlich auch, dass zum Beispiel Lundgren die Oberlumpen überhaupt nicht umknüppeln darf. Man hat halt spätestens dann auch im Showdown wirklich das große Gefühl, dass die Macher überhaupt keine Ahnung davon haben, was ein Actionfan eigentlich sehen will. Und das ist auch insofern schade, dass Dolph Lundgren im Vergleich zum Beispiel zu The Tracker bei Hard Night Falling erstaunlich agil wirkt und auch deutlich fitter wirkt. In The Tracker ist Dolph Lundgren sehr oft gedoubelt worden, selbst bei Szenen, in denen er nur durch die Natur gelaufen ist. Bei Hard Night Falling konnte ich eine Szene ausmachen,
bei der ich den Eindruck hatte, dass er gedoubelt wurde. Das war eine relativ flotte Treppenhochrennszene, die wirkte nicht so, als wäre das Lundgren. Aber ansonsten schien er wirklich Bock zu haben auf den Film und vor allen Dingen auch auf die Action. Er selber kommt wieder kreuzsympathisch rüber, was man über die ganzen restlichen Darsteller überhaupt nicht behaupten kann. Da sind ein paar Schauspielleichen dabei, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das Highlight ist die Schauspielerin, die Dolph Lundgrens Ehefrau spielt, die damit die wirklich unglaubwürdigste Ärztin der Filmgeschichte entwirft. Das muss man gesehen haben, um das glauben zu können. Optisch weiß zumindest der Schauplatz des Ganzen zu gefallen. Die mondäne Villa, die man auch schon aus The Tracker kennt, ist riesengroß, bietet viel Platz und hätte gerne noch viel intensiver genutzt werden dürfen. Auch, dass der Kameramann stetig darum bemüht ist, mit seiner Steadicam Bewegung in den Film zu bringen und auch durch die Räume zu fliegen und ähnliches, das fällt auf und weiß wirklich zu gefallen. Ein absoluter Graus dagegen ist der Soundtrack, der ein bisschen wirkt, als habe man das Orchester, das man für den Film engagiert habe, beim Stimmen aufgenommen, beim Stimmen der Instrumente aufgenommen, aber nicht als sie gespielt haben. Schrecklich. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Nach einem wirklich ordentlichen Beginn gerät Hard Night Falling immer mehr zu einem ungenießbaren Fanal des Unvermögens. Planlos stümpernde Darsteller treffen auf ein zunehmend kopfloses Drehbuch, das nach seinem Filmdrittel einfach jedwede Form von Spannung, Tempo oder Action aus dem Film kippt. Stattdessen setzt es auf Dialoge aus der Hölle, einen nervenden Soundtrack und kommt irgendwann auch noch auf die glorreiche Idee, seinen Helden, Dolph Lundgren, für den man den Film eigentlich angeschaut hat, komplett zu pausieren. Mit ihm weicht dann auch die immer planlos inszenierte Action aus dem Film und die Rest-Action findet dann in einem total öden Showdown statt. Da freut sich das Actionherz nicht. Insofern bleibt sich die Kombination Giorgio Serafini und Dolph Lundgren treu. Dementsprechend gibt es auch von meiner Seite anderthalb schwedische Wikingerbienchen ins Budijeft. Das einzig Positive an Hard Night Falling: schaut man aktuell in die geplanten Projekte von Serafini und Lundgren hinein, scheint die Kombination erstmal wieder für eine Weile Geschichte zu sein. Und es gibt keine aktuellen Überschneidungen bei den Projekten. Puh. Über eine deutsche Veröffentlichung von Hard Night Falling ist mir bislang nichts bekannt. Diese Besprechung beruht auf der australischen Blu-ray von dem Label Roadshow Entertainment. Auf der ist der Film mit einer Freigabe ab 15 ungeschnitten enthalten. Und da Australien den gleichen Regionalcode wie Deutschland hat, läuft das natürlich auch einwandfrei. Untertitel sind zur Not auch vorhanden. Englische Untertitel. Also wer trotz dieser Besprechung noch immer Bock hat, sich den Film anzuschauen, dem wünsche ich damit viel Spaß. Ansonsten empfehle ich euch ein Reinhören in unseren neuesten Fratzengeballer-Podcast, den ihr bei Spotify und Co., aber auch über unsere Website actionfreunde.de finden könnt. In der neuesten Ausgabe wird auch tatsächlich behauptet, Karate Tiger sei geiler als Karate Kid. Verrückt, ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.